vielleicht nicht irgendwo herkommen. Dann machen wir die Wagen ab. Samstagabend oder Sonntagmorgen? So, Andreas, jetzt sind wir gewechselt. Drüben war das Licht langsam alle. Jetzt sind wir hier im Clubheim gelandet. Man ist ja eigentlich ziemlich edel. Kann man sich das so vorstellen, dass du immer ein ganzes Clubhaus zur Verfügung hast, wie hier in Büsow? Nee, das ist absolut der Traum hier. Das ist vor zwei Jahren erst gebaut worden, nagelneu. Nur für dich? Ja. Die haben ja gewusst. Die wussten ja, dass du zurückkommst. Ja, natürlich. Nee, die Regel ist schon eher ein stinkiges Zelt auf einem Steg irgendwo neben dem Boot oder unter einem Verschlag irgendwo, damit ich morgens trocken wieder zusammenpacken kann. Also das ist schon der absolute Luxus hier. Ja. Wir waren eben Hunger, Essen, Geld. Ich meine, das hat dich ja schon quasi durch diese Reise begleitet. Und da kann man sich ja irgendwie auch gar nicht vorstellen. Man fährt irgendwie los und hast jetzt kein Geld dabei. Ich meine, Moment ist auch, du sagst eben, hast ganz schön Hunger irgendwie. Jetzt gerade im Moment, oder? Ja, das ist, ist das so ein Standard, ich meine, Zustand, man kann sich das irgendwie kaum vorstellen. Du kommst irgendwo an und sagst, och, eigentlich will man ja eher die Beine hochlegen und dann musst du irgendwie losziehen. Ja, also ich kann mich nur immer darauf konzentrieren, eben Kontakt aufzunehmen zu den Leuten, Sympathie aufzubauen, denen meine Geschichte zu erzählen. Und darauf hoffen dann eben, dass dann der Erste, der Zweite, der Dritte oder der Vierte die alles entscheidende Frage stellt, können wir für dich irgendetwas tun? Hast du Hunger? Möchtest du was essen? Möchtest du uns an Bord kommen oder wie auch immer? Ja. Und das ist so mein Job eigentlich, den ich abends immer zu tun habe, den ich natürlich auch gerne mache. Aber Junge, ich sag dir, das geht auch ganz schön auf die Gefühle. Das ist ein Rauf und Runter und immer eine Yacht eigentlich danach, satt zu werden und auch mal ein vernünftiges Essen zu bekommen. Ich kriege ja ganz oft immer schnell mal was zugesteckt, sei es eine Thunfischdosen, Sardinendosen, in der Regel sind es immer. So, und das ist immer eine Katastrophe auf Dauer. Das kannst du nicht ertragen. Und wir waren eben schon dabei, was ich sehr spannend finde, so deine Sichtweise auf die Menschen in Europa. Du konntest ja teilweise gar nicht die Sprache von den Leuten. Wie bist du auf die zugegangen? Wie habt ihr euch verständigt? Oder kannst du fließend Französisch, Italienisch, wo warst du denn noch überall? Naja. Bulgarisch? Nee. Also da haben wir schon mal drüber gesprochen. Da hatte ich zu dir auch schon in einem anderen Interview mal gesagt, dass Sprache eigentlich gar keine Worte braucht. Und wenn du auf die Leute zugehst, ein bisschen Blödsinn vorhast, ein lachendes Gesicht, mit Händen und Füßen arbeitest, ist das alles gar kein Problem. Fühlst du jetzt dich wirklich so was ganz Besonderes, Tolles geschafft zu haben? Nee, gar nicht so. Ich kann das selber eigentlich gar nicht greifen. Ich habe das von Anfang an nicht so richtig greifen können und jetzt am Ende eigentlich auch nicht. Die Tour ist zu groß und zu lang. Sag nochmal, wie lange du genau unterwegs warst und wie viel Kilometer? Ja, das sind jetzt, in Kilometern sind es knapp 15.000. Also ich bin jetzt an die 7.800 Meilen ran, 7.800 Seemeilen. Und ich bin 14 Monate in bewegter Zeit und es ist das dritte Jahr jetzt, das ich brauche für die Tour, weil ich zwei Winterstops eingelegt habe. Einen in Italien und einen in Nordspanien, kurz vor der französischen Küste. Aber ist doch ein richtig griechisches Paket, wenn man zurückguckt, Mensch, was ich geschafft habe, aber empfindest du nicht so? Nee, das empfinde ich nicht so. Ich weiß nicht warum. Das sieht man von außen, glaube ich, größer. Und wenn die Leute zu mir sagen, tolle Leistung und Chapeau und all diese Dinge, für mich zählt immer nur jeder Tag. Bist ja mit einer Botschaft losgefahren, die ist ja auch auf deinem Schiff und du segelst für etwas. Ist das so alles aufgegangen, wie du dir das dachtest? Ja, das ist tatsächlich alles aufgegangen. Das erreicht viel mehr Menschen, als ich das eigentlich gedacht hatte. Das hängt damit zusammen, dass diese ganze Geschichte aber auch eine ganz süße Veränderung durchgemacht hat. Am Anfang war ich der verrückte
Abenteurer, der da nur loszieht, um sein Ding zu schaffen. Und im Grunde hat sich das aber dahingehend geändert, dass das nun so ein ganz kleines europäisches Miteinander ist und es unglaublich viele Leute sind, die dabei sind, die das beobachten, die mich beobachten und die das auch genießen, ein Teil dieser Geschichte zu sein. Und wenn sie nur mit einer Zwiebel geholfen haben oder mir ein bisschen Geld gegeben haben oder dass wir uns unterhalten haben über die Qualität der Gedanken, über nette Sachen, über Freundlichkeit und all das. Und das hat sich viel, viel mehr gestreut, als ich das vermutet hatte. Ich habe ja letzte Woche eine Nachricht aus meinem von einem Freund aus Duisburg, wo ich eigentlich herkomme, der hat dich irgendwo in Vlissingen oder irgendwo in Holland getroffen. Ja, genau, in Delfzijl. Delfzijl, genau, genau. In der Nähe. Und dann sage ich, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Wie klein dann wieder diese Welt ist. Und, ja. Und dann sagt er, ja, hab ich ja viel drüber gelesen. Und ich sage, ja, und wie ist er? Ja, er sagt, genauso wie ihr es beschreibt, beziehungsweise man kann es ja eigentlich gar nicht so beschreiben. Ist das so eine, diese Ausstrahlung, hast du dich da jetzt quasi nochmal drauf, nochmal verändert, um, sag ich mal, besser auf Leute jetzt irgendwie zu wirken oder bist du dir treu geblieben? Ja, vom ich glaub, so dieses Grundpaket, glaube ich, das habe ich schon mitgebracht. Meine Mutter hat mal zu mir gesagt, ich bin eigentlich immer schon eine Frohnatur gewesen, von Kindesbeinen an schon. Und das kann aber schon sein, dass dieser Überlebenskampf in Sachen Sympathie, dass das aber auch noch schult. Ich weiß es nicht. Das läuft aber automatisch ab. Das ist nichts, was man bewusst macht oder so. Ich konzentriere mich ja tatsächlich darauf, nett zu sein und auch nett mit den Menschen umzugehen, weil ich sie auch brauche. Ich stelle aber fest. Musst du dich da sehr verstellen? Nein, gar nicht. Und ich stelle aber fest, das ist zu Hause aber auch so. Also es ist nun nicht so, das ist keine Show, die ich aufziehe oder ich bin nur besonders nett, weil ich jetzt gerade Hunger habe und danach lege ich es dann wieder ab, sondern das bleibt doch so. Aber ist doch dann ein gutes Gefühl, dass man mit der Art auch weiterkommt, oder? Ja, selbstverständlich. Und mit dieser Art viel, viel weiterkommt als mit allem anderen, weil sich auch ganz einfach ganz andere Türen öffnen. Und nur in der Gemeinschaft ist man eigentlich stark. Und das merke ich ganz deutlich, dass wenn du auf Menschen losgehen kannst, um Hilfe bitten magst, sich eine Gemeinschaft um dich herum bildet auch, dass du viel, viel mehr Power hast, als wenn du das alleine machst. Sag doch mal was zu deinen extremsten Momenten. Der heftigste Moment, jetzt rein überlebenstechnisch, mit dem Wind, Welle. Ja, gibt natürlich ein paar Stück. Ich bin in ein paar Sachen reingelaufen. Ich habe natürlich immer versucht, die Konditionen vorher auszumachen und für mich auszuloten. Aber Gibraltar war natürlich krass mit 40 Knoten Wind, da Tarife anzulaufen. Das war wirklich so, dass du auf jeder Welle dir keinen Fehler erlauben durftest. Also musste mit jeder Sekunde arbeiten. Das war sehr schwierig. Und genauso die großen Distanzen in der Biscaya zwischen Cap Breton und Arcachon, wo ich nachher an einer der gefährlichsten Ansteuerungen Europas dann auch noch von einem schweren Gewitter überrascht worden bin. Und auch nicht von irgendeinem Gewitter, sondern wirklich eine ganz, ganz krasse Nummer. Sei es die Sandbank vor Rouen, wo also ein Atlantikschwell gegen ein ablaufendes Wasser steht. Ich habe noch nie gesehen, dass bei Windstille so eine Welle entstehen kann. Da liegt extra ein Hochseekreuzer, haben die da positioniert, der da nur stationiert ist, um aufzupassen, ob die Boote das schaffen oder nicht. Ja, ist unglaublich, kann man sich nicht vorstellen. Und das sind so Situationen, da landet man dann einfach drin, wenn man nicht ortskundig genug ist. Und emotional extremer Moment? Oh, emotional extreme Momente gibt es so viele, die habe ich immer wieder unterwegs. Und wenn ich nur an zu Hause denke, wenn ich Heimweh habe, wenn ich Menschen treffe, die ganz besonders nett sind und extrem hilfreich. Und das ist immer in Abhängigkeit dazu, wie diese Zusammentreffen mit den Menschen sind auch. Wie sehr ich mich alleine fühle. Ich habe manchmal Tage zwischendrin, 4, 5, 6 Tage am Stück, da habe ich wenig menschliche Kontakte. Da wird man dann auch emotional, wenn man an sein Zuhause denkt und so. Das ist immer, steht immer in Abhängigkeit dazu. Es ist ein Auf und Ab. Nun bist du ja ganz, ganz nah dran. Was ist so das Erste, wo du sagst, will ich zu Hause machen?
Das erste wird wahrscheinlich sein, dass der Bart wieder abkommt, weil ich mich mit dem Ding natürlich nicht wohlfühle. Er ist ja ein Teil dieser Sache und er ist auch ein wichtiger Teil dieser Sache geworden, weil das Gesicht eben auch eine Geschichte erzählt und weil die Menschen mit mir leichter zusammenkommen, als wenn ich aussehe wie ein rasierter Sunny Boy. Das macht die Brücke ganz einfach leichter. Aber der wird zu Hause auf jeden Fall abkommen. Naja, und dann ist das Wichtigste, ist einfach wieder vernünftig auszuruhen, in dem Bett zu schlafen, satt zu werden und den Alltag auch zu genießen. Ja, wie stellst du denn den Alltag dann in Zukunft vor? Ich meine, kann man sich ja schwer vorstellen. Ich meine, ist ja einfach erstmal extrem anders. Da muss ein ziemlicher Kontrast sein. Hast du dich damit schon beschäftigt oder was machst du jetzt? Ja, dadurch, dass ich zwei Winterpausen gemacht habe auf dieser Tour, weiß ich ja in etwa, was auf mich zukommt. Das nächste, was jetzt ansteht, ist das Buch. Ich stecke natürlich voller Ideen immer, aber in erster Instanz ist Sabrina wichtig, meine Kinder sind wichtig, die Familie ist wichtig. Sabrina ist deine Freundin, die hat auch gewartet auf dich. Ja, die hat tough durchgehalten und da bin ich ihr auch unglaublich dankbar für. Viele Menschen haben mir unterwegs gesagt, hier, wie hält deine Freundin das durch? Ich hätte dich verlassen oder wie auch immer. Und mir ist immer bewusster geworden eigentlich, was für eine Leistung sie auch vollbracht hat zu Hause. Das ist mit meinem fast gleichzusetzen, wenn nicht sogar noch mehr und anstrengend. Du wahrscheinlich auch, die ganzen Italienerinnen und die dir alle Avancen gemacht haben, wer auch immer, oder? Ja, ich musste allem widerstehen natürlich. Das ist auch ein anstrengender Part dieser Challenge natürlich. Nein, da war bei mir nie Gefahr. Wegen des Bartes vielleicht oder vielleicht nicht? Wegen des Bartes, ja, ganz genau. Ja, so mit den Klamotten und so, man riecht den ja auch nicht mehr so gut. Aber ich habe hier da nie einen Fokus drauf gehabt. Das ist genauso wie mit der Landschaft auch. Du bist so beschäftigt jeden Tag, das zählt alles gar nicht. Ja, und dann, also du sagst, Buch schreiben ist so eine Nummer. Was liegt sonst noch? Wie stellst du dir dann dein weiteres Leben vor? Machst du noch ein paar solche Aktionen? Du bist ja vorher auch schon unterwegs gewesen mit deinem segelnden Fahrrad. Geht es in die Richtung weiter? Ja, die Zukunft wird eigentlich wachsen mit dem, was mir einfällt und wie stark ich das durchsetze auch. Sabrina wird mit einfließen natürlich, die Familie wird ein bisschen mehr mit einfließen. Ich werde es nicht mehr so krass und extrem machen. Wir werden das sicherlich gemeinsam machen in Zukunft. Aber es wird sicherlich irgendwo in der Schiene weitergehen, da bin ich mir ganz sicher. Wie guter Segler bist du jetzt? Das lasse ich andere entscheiden. Ich habe unterwegs natürlich einige witzige Sachen gehabt, um das Kap de la Hack zum Beispiel auch, dass ich morgens, weil die Sicht so schlecht war, eine Musto-Crew, nenne ich die immer, gefragt habe, Mensch, hier können wir in Sichtweite bleiben, wenn ich um das Kap rumgehe. Da haben mich viele vorgewarnt und dann haben die gesagt, natürlich, ja, okay, kein Thema. Aber wir zurren natürlich an den Segeln und wollen ein bisschen auf Speed machen. Wir geben dir unsere Handynummer und wenn du ein Problem hast, lässt dich einfach hören. Und dann war es dann teilweise schon mal so oder jetzt auch in dieser Situation, dass ich dann vor denen eben in Cherbourg in den Hafen eingelaufen bin und dann war natürlich großes Kajole. So, ob ich ein guter Segler bin, kann ich nicht beurteilen. Also ich kann mit dem Boot ganz gut umgehen und das Boot ist sehr klasse und zuverlässig und auf einem anderen Boot bin ich wahrscheinlich ein größerer Laie dann. Aber du hast ja jetzt, ich meine, eine Menge mehr Meilen gemacht als der Durchschnittsmensch und die sind ja nun auch, hat dein Boot so funktioniert mit den ganzen Besegelungen, wie du dir das vorgestellt hast? Ja, optimal und noch viel, viel besser, als ich das eigentlich gedacht habe. Also dieses Boot ist ein Traum und hat mich so sicher rumgebracht, ich hab da blindes Vertrauen in das Ding, das ist absolut klasse. Gut, Andreas, dann willkommen daheim. Ich meine, morgen, also das wäre noch eine Frage. Du wirst ja am Samstag empfangen in der Heimat. Ja, hast du schon Angst vor den ganzen Menschenmassen, die da auftauchen? Nein, natürlich nicht. Du, ich bin immer sehr, sehr, sehr bescheiden und sparsam. Ich gehe mal davon aus, dass da nicht so scheußlich viele stehen werden. Und hier, wenn wir da einen schönen Abend miteinander haben und gemeinsam ein Bier trinken können und grillen, bin ich glücklich. Das ist vollkommen ausreichend. Dann wünschen wir dir viel Spaß dabei. Wir werden natürlich die Geschichten vermissen erstmal, aber irgendwas kommt da bestimmt noch. Ne? Das wird es auf jeden Fall, kann sich drauf verlassen. Okay. Gut. So. Super. Ja. Wow.
Ja, hat auch wirklich was drauf, oder schon gar wenig drauf. Solche Ohren.